Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Und wie ihr seht, sind wir hier in einer Festung und in der Version 0.04, also ein neuer Patch ist rausgekommen. Ich habe nicht groß weitergespielt seit dem letzten Mal, weil sich eigentlich nicht viel getan hat, außer mit dem Boot, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Und hier eine kleine Festung um das Schiff herum gebaut. Bin jetzt auch etwas raus, weil gute 10 Tage Pause, weil es nicht viel Neues gab. Was haben wir hier? Ein paar Stöcke, okay. Wie ging das nochmal? Inventory. Es hat sich in diesem Patch eigentlich nicht viel getan. Es sollen auf jeden Fall neue Gegneranimationen da sein. Das heißt, Licht- und Schatteneffekte sollen sich verbessert haben. Die Performance soll sogar etwas feiner sein. Und ihr seht diese helle Stelle. Die habe ich nämlich fertig gebaut. Können wir mal drum herum gehen. Machen wir uns mal hier an ein paar Stellen ein bisschen Licht. Achso, wir haben hier... Ah, hier hat sich einiges an Licht getan. Ja, das sieht wesentlich heller und besser aus. Gefällt mir. Und ihr seht, dass hier eine Festung nochmal rumgebaut worden ist. Und hier hinten die Stelle, die ist irgendwie verbuggt. Man kann da sogar durchgehen, obwohl die fertig gebaut ist. Man kann hier nichts mehr dran setzen. Also wie gesagt, da sind 11 Klötze dran oder 12 oder wie viel das waren. Ansonsten ist das eigentlich eine ganz gute Festung geworden. Und es soll eine neue weibliche Kannibalin geben. Da hat sich also wieder ein bisschen was getan. Was ich sehe, ist meine ganzen... Ich hatte hier ganz viele... Ja, Fallen... Nicht Fallen hingestellt. Warte, Bild. Von den Survival-Kram gab es nämlich neue, diese einfach nur mit dem Kopf drauf. Und die hier mit den Armen. Vorher gab es nur diese beiden, Small Effigy und Large Effigy. Jetzt gab es noch mit Armen und einfach nur mit dem Kopf. Ich hatte hier ganz viele von allen vier um die Basis rum gebaut. Die scheinen nicht mehr da zu sein. Die hat man irgendwie nicht mit reinkopieren können. Schade, aber positiv. Ich konnte meinen alten Speicherstand von 003 mit übernehmen. Das ging ja vorher auch nicht. Ja, hier fehlen ein paar. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die neuen Lichtverhältnisse ein bisschen an in diesem Video. Leichte Bugs sollten rausgenommen sein. Die Gegner sind manchmal hängen geblieben bei Steinen oder sowas. Die treten die jetzt weg. Wir können ja einfach mal den Strand entlang gehen und einfach mal schauen. Sonnen- und Aufgang soll sich auch verbessert haben. Ob es jetzt groß flüssiger sich spielt, weiß ich nicht. Es war vorher eigentlich schon okay von der Flüssigkeit, aber es kann natürlich sein, dass das bei langsamen Rechnern nicht gut ging. Okay. Ich weiß nicht, ob von dem Mond die Reflexion auf dem Wasser vorher da war. Gute Frage. Und das Boot ist definitiv jetzt immer an anderen Stellen. Das haben wir das letzte Mal ja nicht entdeckt. Wir können ja einfach mal einen Strand abgeben, weil es soll sich auch das Kampfverhalten verändern. Die NPCs sollen jetzt schlafen. Das heißt, die können auch tagsüber schlafen, wenn sie nachts Kämpfe oder so gehabt haben. Werden sich also zu... Oh, hier. Interessant. Der Mond geht rötlich runter, weil irgendwo die Sonne da hinten aufgeht. Das ist schön neu gemacht. Okay, gefällt mir. Ah, wie scheint die denn da durch? Lass uns das mal angucken. Interesting. Wieso rutscht der hier nach links? Was ist das denn? Linkstaste ist aber nicht eingedrückt. Ah, ich bewege mich nach links. Hat das eine Bedeutung? Liegt das an meinem Keyboard? Auf jeden Fall sieht das ganz nett aus. Vielleicht sollten wir da gerade nochmal hingehen und uns den Sonnenaufgang genauer anschauen. Okay, wir haben Hunger und haben sonst irgendwas. Trink mal das hier. Und du hast Hunger, ne? Hm, das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht. Da müssen wir gerade mal irgendwas töten. Können wir den hier mitnehmen? Nee, ne? Okay, wir müssen uns irgendwo einen Hasen jagen, weil unser Magen ist total hungrig. Die Äxte sollen mehr Schaden machen, habe ich gelesen in diesem Patch. Wir werden auf jeden Fall einen Kampf machen. Ah, das ist schön gemacht, oder? Das gefällt mir hier mit der Sonne und wie das durch die Bäume durchschimmert. Da stand irgendwie Experimental noch, also das ist noch nicht perfektioniert, aber es sieht schon sehr schön aus. Wollen wir mal gerade schauen. Ja, das ist ganz gut. Nima, aus. Da ist mein Hund am Jaulen. Wir gehen gleich in den Garten. Der will nämlich auch in die Natur. Kleinen Moment. Ich muss mal gerade rausschmeißen in den Garten. Ist ja gut, Klein. Spiel mal.
So, ab in den Garten zu den Kiddies. Okay. Aha. Aha, ja. Sieht nett aus, oder? Mir gefällt's. Irgendwo noch ein paar Gegner, die ich mal umnoggen kann. Die sollen jetzt auch mehr mit Steinen und so weiter werfen. Ich glaube, was immer noch nicht rausgenommen worden ist, ist, dass dieser. Oh, wie können wir essen? Oh nein, das waren die giftigen. Ach du Schande. Ach du Schande, die sahen aber nicht dunkel aus, oder? Diese Blumen sind neu, oder? Seit wann gibt es diese Blumen hier zum Ernten für Blätter? Die kriegen wir natürlich auch, wenn wir einfach so hauen. Die kenne ich noch nicht. Habe ich vielleicht vorher übersehen. Da ist ein großer Anker. Vielleicht kann man auch irgendwann mal nach einem Wrack irgendwie tauchen. Also es hat extremes Potenzial. Okay, habt ihr das gesehen? Haha, guckt euch mal den Busch vor uns an. Da ist was, da ist was. Bleib stehen! Was? Oh Gott. Na also. Dankeschön. Wir brauchen ein Feuer. Ein notdürftiges Feuer können wir doch bestimmt machen. Wir müssen nämlich schnell ein bisschen Nahrung zu uns nehmen. Basic Fire. Genau. Bau das mal hier hin. Sehr schön. Weil wir haben Hunger. Wir müssen schnell was essen. So, nehmen wir das hier. Legen uns das drauf. Wieso rutsche ich hier die ganze Zeit nach links? Was ist das? Strange. Ah, da sind ein paar Lizards. Das würde ich mir doch gerade, während das Essen am Brutzeln ist, mal ein bisschen Panzerung. Also, was mich am meisten begeistert momentan ist, dass ich meinen alten Speicherstand von der vorigen Version laden konnte. Das ist ja schon mal super. So, ist das Essen fertig? Ja, ist es. Ha! Und wir sind gesättigt und wir kriegen die Energie hoch. Hervorragend. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ein bisschen Panzerung rein. Nice one. Dass diese Möwen hier so fliegen, ist auch neu, glaube ich. Können wir die töten? Nein, wir können sie nicht töten, wie es aussieht. Aber sie sind sehr zutraulich. Da hinten ist mein Lager, okay. Aber dann werde ich jetzt sehr wahrscheinlich mal anfangen und die ganzen Basen komplett ausbauen, weil anscheinend können wir in die weiteren Speicherstände alles mit rübernehmen. Und das ist ja schon mal ziemlich cool. Einen langen Stab. Können wir was angeln mit? Da haben wir noch eine Flasche gefunden. Spießt man hier so ein Vieh auf. Geht das? Nö, geht nicht. Okay. Dann nicht. Die Waffe wieder nehmen. Halt. Da war noch ein Lizard. Davon kann man nie genug haben. Also scheint mir eben wesentlich mehr Tiere zu geben. Also hier wäre auch eine sehr gute Stelle gewesen, um sich eine Basis aufzubauen. Was ist das? Das ist einfach nur ein Stein. Okay. Ich wollte sagen. Können wir das hier kaputt machen? Nein. Ich glaube, das zeichnet Wege, wo die lang gehen. Schade, dass man nur einen Kopf mitnehmen kann. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie einen Kampf zeigen. Und ich werde da mal aufmachen, mir, glaube ich, ein Bötchen zu bauen. Die Hütte soll jetzt richtige Türen haben. Das ist natürlich alles sehr zeitintensiv. Da muss man ja ganz viel Holz fällen. Ich habe halt immer noch die Befürchtung, dass irgendwann wieder ein Patch kommt und dann habe ich alles umsonst gemacht. Deswegen bin ich da ein bisschen noch am Warten. Lieber mal den nächsten Patch abwarten, ob alles mit gespeichert wird, ob das klappt. Und dann könnte ich mir mal richtige Basen aufbauen hier. Schlimm, wenn ich wieder alles von vorne beginne. Das habe ich jetzt schon so oft gemacht. Ja. Suche nach dem Boot. Wie gesagt, klappert einfach den Strand ab. Irgendwann werdet ihr das finden.
Und ihr habt auch jede Menge Zeug hier, was man natürlich gut gebrauchen kann für Molotow-Cocktails und dergleichen. Oh, Geld! Dann bauen wir uns eine dicke Bombe mit. Splitterbomben. Hui! Ah, diesmal ist kein Surprise-Item dabei, ich weiß. Taschenlampe, sehr schön. Also hier gibt richtig viel Zeug. Ach, wo kommst du denn her? Schade. Dich haben wir nicht mehr gekriegt. So, 0,2 Loks, wofür brauche ich die denn? Was bin ich denn da noch am Bauen? Tja, Boot sehe ich keins. Was ist das? Wieder ein toter Hai. Schade, dass wir die nicht essen können und ausnehmen. Ich hoffe, dass später irgendwann mal Bögen und so kommen und irgendwelche Rehe oder Wild, dass ich jagen kann, so wie bei Skyrim zum Beispiel. Das wäre schon sehr schön. Aber wo sind die ganzen Gegner hin? Schienen keine Lust zu haben. Keine Lust. Ja, die Insel da hinten habe ich mal rüber geschwommen. Das funktioniert noch nicht. Man kann nur auf dieser kleinen Insel bleiben. Dann kommt eine Nachricht, dass das noch nicht ins Spiel integriert ist. So, Ausdauer. Gehen wir wieder hoch. Kann das sein, dass die Ausdauer länger hält als vorher? Oh, da hinten sind Hütten. Bin ich etwa bei der Basis von denen? Wäre ja schön, da hätten wir mal ein paar Gegner. Nicht, dass ich näher an den Strand muss, um überhaupt das Boot zu sehen, so wie das hier am Aufpoppen ist. Also da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Also Weitsicht bei solchen Spielen finde ich ja unheimlich wichtig. Wenn man früh erkennt, dass da irgendwo Gegner oder was dergleichen sind, auf einmal stehen sie direkt vor einem, das wäre ja nicht so gut. Okay, die Mucke ändert sich. Was hat das zu bedeuten? Ah, hier. Follow area not available in this build of this game. Check back soon. Okay. Ui! Ui! Das war nett von euch. Das ist ja super hier. Und diese Mucke ist neu. Die urplötzlich kommt. Die kenne ich nicht. Wieso kommt die? Ist hier irgendwie was Besonderes? Da ist ein Ball. Oh, da ist noch ein Tennisball. Haben wir irgendwas Spannendes entdeckt? Ist hier irgendwo meine Tochter? Was hat das zu bedeuten? Hier ist alles voller Blut. Ich glaube, die haben... Oh. Ja, wir haben einen Passagier gefunden. Den ersten in diesem Speicherstand. Wahnsinn. Da ist noch einer, ne? Ja, ein zweiter. Deswegen hat sich die Mucke, glaube ich, verändert. Nein, wollen wir nicht. Okay. Nice. Neue Musik ist immer gut. Sieht auch komisch hier aus. Das soll wohl im Wasser sein. Also da haben sie irgendeinen Murks gebaut. Also wo sind die Gegner? Das ist echt seltsam. Also die haben ja gesagt, dass die tagsüber schlafen könnten. Wenn dem wirklich so wäre. Also das ist schon komisch. Hat sich hier vielleicht irgendwie dieser Modus eingespielt, dass die nicht da sind.
finde ich schade, weil ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt irgendwie ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt deaktivieren kann. Da gab es ja irgendwas, was man im Menü eingeben sollte. Dann sind keine Kannibalen da, aber dann ist das Spiel auch ziemlich witzlos. Ah, da wo plötzlich hier, ne? Der Regen. Gott, wo ist das Boot? Ach, egal, wir haben ja was auf dem Boot ist. Wo ist unser Radio? Das wurde nicht mit übernommen, das Radio. Okay, warte, nehmen wir noch den Lizard. Jetzt sind wir voll. Sehr schön. Aha. Geld. Coins. Pedometer. Zähne. Unsere Molotow-Cocktails sind auch alle weg. Schade. Also sind ein paar Sachen nicht mit rübergenommen worden, ne? Das ist sehr, sehr, sehr schade. Warum auch immer. Also ihr seht, alles wird noch nicht übernommen. Da haben sie immer noch Probleme. Also das ist gerechtfertigt, meine Befürchtung. Moment mal, ist das eine Höhle? Tja, keine Ahnung, wo jetzt das Boot ist in dieser Version. Hätte es ja gerne noch gezeigt. Aber da hat sich ja wahrscheinlich nichts getan. Aber es ist schon blöd ohne Mucke. Wo zur Hölle ist das Boot? Energize ist wieder hoch. Tja, die Insel ist ziemlich groß. Wir müssen sie bald mal umrundet haben. Nimm mal bitte so ein Soda. Dankeschön. Komm, bis nach oben bitte. Ach sieh, und dann können wir wieder rennen. Ja. Ich habe keinen Plan. Wir rennen jetzt einfach mal mitten rein. Schade, dass wir das Boot nicht haben. Wir wollen nämlich hier ein paar Gegner haben. Wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Am besten Richtung nach Hause. Wir müssen sowieso speichern nachher. Weil wir wenigstens noch einen Kampf haben. Das soll sich ja ein bisschen wieder verändert haben, das Kampfverhalten. Wir haben mal gestanden, wie die Steine werfen, um uns dann zu attackieren. Das ist einfach ein Wurf und dann springen sie einen an oder sowas. Okay, wir kriegen wieder mal Hunger. Super, das heißt, die Ausdauer regeneriert sich nicht mehr so gut, sehr wahrscheinlich. Was sind das? Rote Sträucher, die sind neu, oder? Kann ich mich nicht dran erinnern. Neue Vegetation, also anscheinend. Oder ich habe sie halt noch nicht entdeckt. Also ich habe einen Schrei gehört. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, irgendwo hier in der Nähe ist jemand. Ha! Da sitze! Na Jungs, alles fit? Au! Ah. Kann es das sein, dass du das neue Mädel bist? Du hast neue Haare. Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Meine Panzerung ist fast runtergegangen. Ich habe drei Schläge abbekommen. Wir rennen mal Richtung Festung. Können wir sie besser bekämpfen. Im Schutze. Ja, fast da. Die Ausdauer ist alle. Nicht gut. Ja, wo bleiben sie? Sind wir zu schnell gewesen. Fehlt uns hier 6 Köpfe. Also wie gesagt, diesen ganzen Mist habe ich längst zusammengebaut. Keine Ahnung, warum der nicht drin ist. Und ich vermute mal, die 2 Loks sind hierfür gewesen. Ja, für eine Falle.
die eigentlich auch schon längst fertig gebaut war. Keine Ahnung, warum man das nicht gespeichert hat. So, ich mach das mal an, wir müssen was essen. So rutscht der hier so nach links. Sehr strange. Und mach mal bitte so einen leckeren Lizard. Mmh, yummy, yummy. Und nochmal ein bisschen Feuer mehr. Ja, nochmal. Ist doch nicht. Linkstaste irgendwie eingedrückt, ist auch nicht. Na, wann wird er fertig? So, fertig. Wir sind gesättigt. Wo ist der Feind? Der hat keine Lust mehr. Naja, im Großen und Ganzen soll sich performmäßig was getan haben. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Auf jeden Fall finde ich die neuen Lichteffekte sehr schön. Wie sich der neue Schatten und der Sonnenauf- und Untergang angegangen ist. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Warten wir den nächsten Patch ab. Der heißt ja, in 15 Tagen soll er kommen. Ich vermute mal, der wird wieder was schneller kommen. Das war ja bei den letzten Patches auch so, dass sie mich überrascht haben und so wesentlich früher da waren. Ich vermute mal, so in 10 Tagen oder so wird es schon wieder weitergehen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Chojin.